Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuergrün. Ach, wir befinden uns endlich wieder in heimischen Gefilden. Hier fühle ich mich einfach wohler. Haus von Stefan. Und ich frage erstmal, was die Typen da machen. Was macht denn ihr da? Mein Gyarados kann gar nicht verlieren. Ah ja. Kann ich. Warte. Gibt's hier Pokémon? Gibt's hier Pokémon? Nein, scheinbar nicht. Hey, hey, hey. Oh. Stefan, ach ja, Stefan ist ja mit Gary Motherfucking Oak unterwegs. Komm, ruh dich ein wenig aus. Ja, gut. Schadet ja prinzipiell nichts. Erstmal auf die volle Haut legen. Dann schaue ich mal ganz fix zu Haus von Gary Motherfucking Oak. Ist immer noch der alte Mann drin? Nein. Guck mal. Schade. Gary ist nie daheim, seitdem er sich um seinen Großvater kümmern muss. Na. No. So. Hallo. Hallo, Maike. Hast du bereits die mutierten Pokémon bei der Pokéball-Fabrik beobachtet? Ja. Ja, habe ich. Die waren ganz toll. Hey, ich habe die Pokémon und das E zurück. Und wer bist du? Und was suchst du hier? Ah, hoffnungslos. Gib ihm sein E und lass uns von hier verschwinden. Dem kann nicht mehr geholfen werden. Aber was ist mit den Pokémon? Oh, hast du nicht gewusst, dass Stefan und ich bereits welche gekauft haben? Wie jetzt? Heißt das, der ganze Aufwand war umsonst? So direkt würde ich das nicht sagen, aber ja, es war umsonst. Na klar, sei jetzt reicht's. Hier, nimm den ganzen Pokémon-Kram. Du und Stefan dürft euch um dieses Buchstaben-Pokémon kümmern. Ich habe echt genug von Pokémon. Ich schaue mich mal anderen Spielen um. Oh, ich bin wieder ich. Hey, guck meine an. Stefan! Hoffentlich haben wir Maikes Knete übernommen oder den Beutelinhalt. Beutelinhalt sieht noch gleich aus. Und wir haben ein Bisasam. Ich will kein Bisasam. Ich meine, es ist, mag ich immer noch mehr als Shiggy. Aber. Wir müssen ja ganz anfangen. Sag nicht, du willst jetzt mit irgendwie einem Schickiwelt gegen mich kämpfen. Ah, nee, natürlich mit mit dem Glutexo oder so, ich weiß nicht. Ja. Ach, hör doch auf. Hey, Stefan! Maike will, dass ich dir ihre Pokémon und Items gebe. Stefan erhält diverses nutzloses Zeug. Die Pokémon von Maike wurden auf die Box transferiert. Ich muss dann auch wieder. Wenn ich Eiche zu lange allein lasse, fängt er wieder an, das Sofa anzuknabbern. Da fällt mir noch ein. Maike hat irgendwas von einem Buchstaben-Pokémon erzählt. Ich kann dir da leider nicht dabei helfen, aber ich habe was im Radio gehört, das dir helfen könnte. Es wurde angeblich eine Art Virus auf der Siegerstraße gesichtet. Vielleicht ist es ja dieses Pokémon. Naja, viel Glück. Siegerstraße, hm? Das liegt westlich von hier, hinter der Strudelinsel. Hinter den Strudelinseln. Aber zuerst sollte ich mir ein paar Pokémon von Maike besorgen. Der PC steht in meinem Zimmer. Und guck mal eine an, der Weg ist frei. Und die Karte sagt, wir müssen... Da dann. Hier waren wir schon. Waren wir hier schon? Montgesumi auf jeden Fall. Ja, da waren wir schon. Bei der alten Villa waren wir auf jeden Fall auch schon. Ja, na klar. Okay, halt. Sehr schön. Hat Maike wenigstens die Pokémon wieder zurückgegeben? Ich hab schon gedacht. Bitte Lörling? Ja. Was mach ich denn jetzt mit dem Bisasam? Ich meine, ich habe ja nichts gegen Bisasam, aber es ist nur Level 5 und... Ich habe eigentlich nicht wirklich Lust, schon wieder trainieren zu müssen. Okay, du kommst mit. Zack. Dann, auf jeden Fall das Kleinstein. Halt, komm her. Dann das liebe Gluthexo. Schau, dass man denen keinen Spitznamen geben kann. Aber es wäre auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Das finde ich eigentlich... euch beide finde ich eigentlich kacke. Soll ich euch das mal sagen? Du kommst wieder mit. Halt. Nein! Dich finde ich kacke und dich finde ich auch kacke, aber irgendwann muss ich ja wieder mitnehmen. Sind einfach grundunsympathisch. Behalte ich eben das Bisasam. Ich meine, die Pflanzen-Pokémon sollten sich ein bisschen schneller trainieren lassen, weißt du? Okay, ich schau mal nach rechts. Da hatte ich ja noch gesehen gehabt, dass ich hier Zerschneider einsetzen kann. Oh, apropos. Zerschneider? Kein Bisasam?
Eine Top-Genesung. Der Zerschneider ist nämlich gar nicht mal so schwach, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Halt, Pokémon. Peter Sam. Jetzt habe ich zwar zusammen mit Zerschneider, aber 30. Er ist wesentlich schlechter, als ich in Erinnerung hatte. Tut mir leid, ich hoffe, den können wir wieder vergessen. Schwimm, schwimm, schwimm. Route 8. Ach, schau mal. Hallo. Du wirst Nummer 2. Ich habe eben schon einen Kampf gewonnen. Gegen wen denn? Ach, hier gegen den Typ mit dem Garados, ja? Sie schickt uns einen Tentoxa entgegen. Wir kommen mit unserem Level 5 Bisasam. Schneepika, du bist jetzt dran. Aua. Oh. Donnerschock. Aua. Oh, hey. Shellock. Kannst du das mal vielleicht übernehmen? Stärke. Dass die auch mal so viel abziehen müssen, die Gegner. Das ist echt. Ich weiß nicht ganz genau. Ich habe so das Gefühl, die Gegner sind echt stärker als im normalen Pokémon. Ja gut, mit verstärkter Verteidigung ist natürlich auch ganz super. Kleinstein. Bist du vielleicht schneller und kannst eine Intensität machen? Oh, oder Säure. Finde ich auch gut. Sehr intensiv. Bisasam, ja. Noch einmal Bisasam. Was war das? Ein Azumare. Ah ja, Azumare. Oh. Die müssen echt aufhören, aus Sarazars Witzebuch zu klauen. Nein, na gut, der Blubstand, das war's. Hätte auch sein können, wir haben nochmal so Glück. Komm, du Texo. Du hast doch mit deinem Feuer einen Elementvorteil. Los, Medbus, hängt jetzt alles an dir. Benutz deinen Schlafpuder. Jawohl. Benutz deine Stachelspore. Ich sagte, benutz deine Stachelspore. Und bitte auch den Giftpuder. Und jetzt bitte die Konfusion. Boing, boing, boing. Ja, sehr schön. Lass uns nochmal einschlafen. Nice, und damit ist das auch wieder hin. Konfusion ist jetzt nicht unbedingt der stärkste, aber nur noch besser, als auf das Gift immer warten zu müssen. Oh, du hast ja noch ein Pokémon. Wie angenehm. Schlafpuder? Schlafpuder? Gut. Stachelspore. Ich habe übrigens alle 75% Trefferwahrscheinlichkeit, die ganzen Puder hier. Ja, sehr schön. So habe ich das gerne. Dann schlaf mal wieder ein. Ja, da geht uns langsam der Schlafpuder aus. Wir haben ja nur 10 AP insgesamt. Und davon noch 5 übrig. Na gut. Geht noch, für den Kampf wird's reichen. Konfusion. Ja, die Konfusion ist echt super stark. Beste Attacke ever. Komm schon an die Konfusion, dann war's es hoffentlich. Jawohl. Na, immerhin. Ta-ta-ta-ta. Nicht ganz das, was ich erwartet habe. Ja, für mich auch nicht. Ich meine, das Tentoxa hat unser halbes Team umgenatzt. Tja, naja. Ach nee, zur Mutti wollte ich, ja? Mutti, 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 ich hab mir wehgetan. Nice. So. Ja, naja. Ach, das Bisasam ist immerhin schon Level 9. Ich will mich ja nicht beschweren nach einem Kampf. Und dann benutze ich mal vorsichtshalber schon mal den Superschutz. Damit uns ja niemand auf den Kicks gehen kann. Und dann wollen wir doch mal sehen, wo wir hier hinkommen. Ah ja. Achtung, Stromschnellen. Na? Ah, ich habe eben verloren. Ich werde meinen Frust jetzt an dir auslassen. Du schickst uns jetzt bestimmt einen Garados entgegen, ne? Na klar. Und ich habe zum Glück einen Bisasam dagegen. Los, Schneepika! Einmal fallen, mal laser! Hat einfach Schub. Wow! Es ist aber auch unangenehm mit euch, Leute. Ich habe eben wirklich nur das Pikachu, was dagegen irgendwie effektiv ist gegen Wasser. Das Bisasam ist einfach noch zu schwach. Der Schub, der wuppt uns hier ganz schön.
Ey, wenn, ich habe das Gefühl, wenn wir hier nicht effektiv treffen, ne, dann können wir den Viechern kaum was abziehen. Los, dein Stein. Ja, stimmt ja, das fliegt ja. Der gleich Finale machen sollen. Glutexo vielleicht, mit seiner Drachenwut. Nom nom. Ich meine, das Vieh ist Level 30, okay. Was? Rankenhieb, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Welches Level bist denn du jetzt? Nicht schon wieder. Level 11. Rankenhieb. Okay, hat er nur 35. Habe ich auch schon stärker in Erinnerung. Wunderbare Egelsamen. Ich will jetzt nicht schon wieder zurück und mich heilen. Setze ich lieber mal einen Beleber ein. Ah ja. Also ein Rätsel mit Stromschnellen. Beutel, Beleber auf das Schneepika. Und dann noch schnell einen Trank hinterher getrunken. Unser Schutz wirkt ja aktuell noch. Strudel Untergrund. Dann eben noch schnell einen Trank für unser Glutexo, denn hier unten vermute ich doch mal ganz stark Eis-Pokémon. Ein Sonderbonbon. So, wo müssen wir lang? Ach da. Ich sehe. Halt. Wie komme ich da hin? So vielleicht. Hat einen Moment gedauert, sorry. Ah, da brechen wir bestimmt durch. Und hier kommen die irgendwo hin. Ach so, ah, ja, ja, natürlich komme ich nicht vorbei. Habe ich so schnell nicht gesehen. Jetzt gehen wir doch erstmal nach oben. Nach oben, danke schon. Nach unten. Und das war die goldrichtige Entscheidung. Ah ja. Dann gehen wir doch mal links. Schutz wirkt nicht mehr, das ist nicht so wild. Na, klasse. Ah, ja, 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 ja. Strudelrätsel. Na gut, ich meine, das geht ja alles noch hier. Mittlerweile wissen wir ja, wie es funktioniert. Wir sind da relativ schnell. Und der ganze Weg hier ist alles nicht so groß. Genau, ich wollte mal gucken, was gibt. Merle. Das war nicht das, was ich erhofft hatte. Fleckmann. Könnten wir fast fangen, weil es ein höheres Level hat. So, ich hätte mal vielleicht da lang gesollt. Und dann hier lang. Komme ich hier durch? Ah, hier bin ich. Okay. Eisig, eisig. Ah, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Kann ja alles nicht so schwer sein hier. So und so. Ja. Klar. Ah, hier rutsche ich automatisch durch. Ah, ja, 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 ja. Da müssen wir leider jetzt nochmal hier entlang strudeln. Und dann nochmal rein. Damit wir diesen neu aufgebrochenen Weg benutzen können. Also ich bin jetzt in diesen Rätseln nicht so super, habt ihr halt schon gemerkt gehabt. Aber so prinzipiell sind sie echt ganz cool gemacht. Hat sich jemand viel Mühe gegeben beim Rumrätseln. Schade, dass ich da nur so scheiße bin. Also beim Rätseln, nicht allgemein. Und was haben wir? Ein Schneepika, schau mal einer an. Los, Glutexo, Glut. Ah ja, sollte echt in... Na, super. Er sollte echt endlich mal Flammenwurf lernen. Das hältst du nicht lange durch, Pikachu. Schneepika meinte ich natürlich. Ich habe keine Ahnung, wann der Flammenwurf lernt, aber... Übertrank. Wir finden ja auch keine TMs. Ich habe meinen Pikachu von seinem Schneepika getrennt. Ich würde mich dafür am liebsten umbringen, so sauer ist es.
Ah ja. Kemper schnickt Schneepika in den Kampf. Ach so, meinte das, okay. Das würde nicht sehr viel helfen. Dann schmelze ich mal ein bisschen. Ja, gut. Ja, ist klar. Natürlich. Ja, Leute, das kann ich jetzt noch ein bisschen hinziehen, ne? Na, endlich. Spammt erstmal sinnlos. Schild. Und jetzt noch mal ein Pikachu, oder wie? Jawohl. Da macht sich doch unser Kleinstein sehr gut. Bisasam, du bist dran. Schneepika. Donnerschock. Zack. Oh ja, yeah, nicht schlecht. Oh, du kannst schon Donnerblitz. Den will ich auch können. Kann ich den mit Level 27? Kann ich nicht. S-Mendern. Oder SM. Ah ja, ja, okay. SM-Mendern. Och, kommt, Leute. Na. Ja, ich hab's ein bisschen vermisst. Nach den ganzen Kämpfen in der letzten Zeit habe ich das echt vermisst. Ein Glück, dass es mir in seinem Pokéball nichts antun kann. Sagst du auch noch was? Nein. Ein Hyperball. Wie geht's denn unserem Pokémon? Unser Glutexo könnte vielleicht mal ein Trinkchen vertragen. Und auch unser Schneepika. Also der Schneepika ist echt super. Mir gefällt diese Elektro-Eis-Kombination ungemein. Und auch hier nehme ich mal noch keinen... Ah ja, ein trauriges Merl. Komm, ich nehme der Schneepika ganz nach vorne. Das Bisasam. Der Schneepika. Bisasam. Schneepika. Wird ja schneller flüchten können und ich glaube, ich sollte doch vielleicht mal lieber wechseln zu Superschützen. Denn es gibt ja scheinbar nur die Pokémon, die wir schon kennen und haben und nicht lieben. Da komme ich auch aktuell nicht hin, ne? Nee. Da muss ich erst von oben Steine runterschubsen, bestimmt. Ach, hör auf. Kann ich den so schubsen? Ja. Okay. Na klasse. Hat nichts gebracht. Konnte man ja nicht ahnen. Die muss ich also da runter schubsen, vermute ich mal. Das kriege ich hin, indem ich... warte. Ich weiß schon, wie ich rangehen muss, aber ich weiß noch nicht. Ja, jetzt habe ich's. So. Ja. Zack. Dann muss ich mal gucken, wie ich hier rankomme. Ah ja, von außen. Da muss ich einmal so und so und so. Dann links, unten, rechts. Ich weiß, wo ich hin will, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. So. So komme ich da hin. Auch sehr schön gemacht. Gefällt mir auch sehr gut. Auch, dass die Kamera mitgeht, finde ich ganz schönes Feature. So, und alles, was wir jetzt machen müssen, ist dieses hier. Nice. Schönes Rätsel. Gefällt mir. Ach halt. Warte. Ja, ich brauche mal schnell den Superschutz. Ich will wissen, ob es hier andere Pokémon gibt. Mehr möchte ich gar nicht. Ich habe immer noch ein paar Unliebsame dabei. Ein Golbat, das sollte ich mir vielleicht sogar mal fangen. Das ist ja gar nicht mal so übel. Ah, ich meine, wenn ich es brauche, kann ich immer nur zurückkommen. Golbat mag ich eigentlich gar nicht so sehr. Also wenn man immer zu von Supers in jeder Höhle attackiert wird, dann mag man die Dinger einfach irgendwann nicht mehr. Ich schaue trotzdem mal ganz kurz. Moment. Gibt es noch was anderes? Zubat! Das müsste eigentlich ein One-Hit-KO sein. Natürlich. So. Ein Schildchen mit Norden Frostbeulensiedlung, Osten Strudelinseln Eingang, Westen Siegestraße und Süden blaues Wasser. Was sagt die Mappe? Ja, haha. Okay. Dann gehen wir erstmal nach Norden. Ein Top-Trank. Ist das euer Ernst? Du versuchst wirklich mit dem Cavador Platscher of Doom and Destruction. Und Siegfried, los Ratini, du kannst es schaffen, aber hüte dich vor seiner Platscherattacke. Finde ich gar nicht mal so unlustig. Tauboga, dich hasse ich.
Ich hasse Taubsis und Tauburgas. Und das krieg ich einfach nur, weil unser Smith, wo sich so scheiße trainieren ließ. Ich bin nicht sonderlich gut im Fangen von Pokémon. Deshalb baue ich sie mir lieber selbst oder leihe sie mir von Freunden. Selbst bauen? Was? Streber schickt Flamly in den Kampf. Ach ja. Das kennen wir ja schon irgendwoher. Ach komm, ich wechsle mal zu unserem Sherlock. Ich mach mal hier Donnerwelle. Klasse. Donnerschock. Oh, es sieht aber ganz schön viel ab. Und habe ich gar nicht gerechnet. Hat sich ja überhaupt nicht gelohnt gehabt so richtig. Die Dauerwelle. Obo Pika. Habe ich da vielleicht ein Glutexo? Glut. Autsch. Na, klasse. Dass die auch so hohe Level haben, ist echt krass. Da habe ich schon gedacht, ich habe mich integrieren können und dann sowas. Schnell, benutze den Aurora-Strahl. Donnerblitz dürfte uns ja nicht so viel abziehen, nein. Update. Das kennen wir schon vom Visor. Leider kann er sich ein bisschen mehr heilen, als wir ihm schaden können. Ich hoffe, das macht er jetzt nicht dauerhaft. Ah, er ist ein Crit. Ein Crit löst das Problem. Du musst zugeben, mein Roboter war besser als das getunte Pokémon meines Freundes, oder? Ja, eindeutig. Gebe ich gerne zu. Supertrank für Schneepika, dann Beleber, ja komm, was soll's. Hilft ja sonst alles nichts. Gibt's hier Pokémon? Gibt's hier vielleicht auch tolle Pokémon? Los Schneepika, hau es um. Auf so eine richtige Trainingssession habe ich eigentlich gar nicht nochmal Lust. So ganz ohne EP-Teile und ohne alles ist ein bisschen langwierig. So. Hier schützen wir uns wieder und wir kommen hier wohin? Ach, zum Indigo-Plateau und zur Siegerstraße. Wo wir dann auf das Ultimate-Pokémon treffen werden wahrscheinlich. Das Buchstaben-Pokémon. Was gibt's denn hier? Ist hier vielleicht noch was? Nein. Hier? Nein. Guten Tag. Wie ich diesen Kontrolleur umbringen könnte, lässt niemanden ohne acht Orden durch. Kein Wunder, dass dir niemand die Top 4 schlagen kann. Hallo? Ja, bitte. Endlich da heilen, hätte ich mir das Wiederbeleben ja sparen können. Aber was soll es? Gut, und was hier so noch alles abgeht und was die beiden Händler noch ganz Tolles dabei haben, das erfahrt ihr überraschenderweise beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Ja. Bis dahin, ciao.